So, und damit wieder ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge The Evil Within. In der letzten Folge haben wir hier beendet, bei dem Impuls-Generator da hinten. Und wir werden heute mal gucken, was uns da hinten erwartet. Ich hoffe ja mal, dass das eventuell Leslie, Nicole oder Joseph ist. Oder vielleicht sogar alle drei. Who knows, who knows? Werden wir jetzt gleich herausfinden? Oder auch nicht? Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Haha, kommt meiner Theorie doch ganz gut nahe, dass wir dieses Sanatorium oder Nervenklinik Pipapo gar nicht verlassen haben. Sondern dass eigentlich alles eine Einbildung ist von Sebastian Castellanos, der ja, eigentlich Patient wahrscheinlich dann ist, sag ich jetzt mal, vielleicht. Eventuell. Man weiß es nicht so genau. Wäre aber meine große Vermutung. Es ist der Doktor? Stimmt, wir haben noch den Doktor vergessen. Der ist ja auch noch da. Doc. Doc, was zur Hölle ist hier los? Hab keine Zeit. Ich muss rausfinden, wie ich den Prozess rückgängig machen kann, um ihn zu stoppen. Wen? Diesen Ruvik? Wer zum Teufel ist er? Tut mir leid, ich muss weitermachen. Ich kann recht wenig tun, wenn Sie mich im Dunkeln lassen. Und Sie werden meine Hilfe brauchen. Er. Wir. Forschten an einer Methode. Wie soll ich das erklären? Es ging darum, Gehirne zu koppeln. Auf elektrochemischer Ebene alles miteinander zu teilen. Gefühle, Erinnerungen, Wahrnehmungen, alles. Direkt. Völlig neuartig. Ihre Bedeutung für die Psychologie, Arzneimittelforschung, das Bewusstsein selbst. Meinen Sie das ernst? Das ist doch völliger Wahnsinn. Ich habe nie gesagt, es wäre perfekt. Besonders nicht mit so einem labilen Wirt. Großartig. Ihr Partner ist also ein verdammter Psychopath. Und wir sind alle in seinem Kopf. Nicht richtig, nein. Wir alle tragen etwas dazu bei. Aber er ist der Einzige hier mit bewusstem Einfluss. Sie wissen doch, wie er denkt. Was will er? Nun, das ist nur eine Theorie, aber ich denke, er will unseren Tod. Also, waren wir nicht vorhin Doktor? Schon mal... Hallo? Waren wir nicht vorhin schon mal in diesem einen Raum gewesen? Also, vorhin ist gut gesagt, es ist zig Folgen her, wo wir auch da in so eine Traumphase da irgendwie drin waren. Da war da auch so ein Mega-Ding, wo wir auch nicht wussten, was wir machen sollten. Bis wir dann rausgefunden haben, dass wir hier die Leute da irgendwie wegklatschen müssen, um die dann irgendwie hinten zu befreien von dem Dingensmoment. Ist ja auch egal. Gut, das heißt, der Doktor hat eigentlich gerade zugegeben, dass wir irgendwie alle Teil davon sind, von diesem Gedöns-Zeus, Pipapo, und wir eigentlich alle irgendwie mit drinne stecken. Gut, wir lesen uns jetzt erstmal hier schön unser Tagebuch durch. Von Sebastian Castellanos. Tagebuch von Sebastian Castellanos, 16. Juni 2009. Heute ist Lisis erster Tag im Kindergarten. Sie ist so ein tapferes Mädchen und es scheint, als würde sie sich dort gut zurechtfinden. Myra, Gott beschütze sie, hat drei harte Jahre hinter sich. Ein Baby großzuziehen ist ein Vollzeitjob und jetzt bekommt sie endlich die Pause, die sie verdient hat. Mit Pause meine ich ihre Rückkehr zum KCPD, in das Dezernat für vermisste Personen. Die Anzahl der vermissten Fälle in der Gegend scheint zuzunehmen. Wenn wir der Sache nicht bald auf den Grund gehen, wird es niemanden mehr geben, der noch ermitteln kann. Denn dann werden alle verschwunden sein. Ich übertreibe natürlich, aber Crimes in City geht irgendetwas vor, das gestoppt werden muss. Und Myra wird uns dabei helfen. Sie ist eine verdammt gute Polizistin und sehr glücklich darüber, wieder zurück in ihrem Element zu sein. Ja. Und ja, ich hätte eigentlich eher mehr Angst, dass wenn meine Frau quasi zurückgeht an ihren Job,
an die Arbeitsstelle und dann eben halt so eingeteilt wird, dass, ja, dass hier irgendwas passiert. Ja, also wenn es dann eben halt schon irgendwie heißt, die sind alle, verschwinden alle. Ja, übertreib es doch. Alter, was soll ich denn darauf sagen? Also, ganz ehrlich, was soll ich denn jetzt? Was? Wie? Also, nee. So, nochmal kurz zurück zu Myra. Wenn ich sowas mitbekomme, meine Frau und so, pipapo, Arbeit, bla, blub. Ja, alles schön und gut, aber ich würde sie trotzdem drum bitten, einfach dann da rauszugehen. Wenn auf einmal alle Leute so Stück für Stück verschwinden, ist doch nur eine Frage der Zeit, bis meine Frau verschwindet. Dann werde ich doch nicht mehr glücklich, wenn meine Frau verschwindet. Ja, also, ist ja, egal. So, und jetzt nochmal hier zurück zur Story. Beziehungsweise hier zurück zum Thema. Ja, ja, haben wir gerade gelesen. KCBD kommt zurück und so. Was zum Fick war das gerade, was uns da verfolgt hat? Und vor allen Dingen, warum soll ich jetzt in der Cutscene, eiskalt, so, weißt du, mit verkehrtem Kamerawinkel, so, und dann invertierter Steuerung, wo ich vorwärts renne, muss ich rückwärts laufen, also rückwärts auf meiner Taste hier Tastatur spielen und easy. So, welcome back to zur Fail-Folge von vor zwei Folgen. Wir werden jetzt ein paar Versuche benötigen, bis wir straight da durch sind. Auf geht's! Habt ihr das gerade gesehen? Ich bin doch gerade durchgerannt. Wie kann der mich denn da bitte kriegen? Ich hab wirklich Sprinten und Pipapo. So, wir rennen, 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 wir rennen. No fucking chance. Ich kann nicht mehr als sprinten. Auf ein neues. Okay, endlich geschafft. Mit Sprinten. Und wo was? Okay, Kapitel 8. Abgeschlossen. Wir sind jetzt am Ende da gelangt, wo wir normalerweise speichern. Wo uns die grimmige Schwester erwartet. Und, ja. Überraschung, Überraschung. Der Assassine war da. Wow. Ja. Wir werden uns einfach mal in der nächsten Folge angucken, was das Kapitel 9 mit sich bringt. Ich hoffe, ihr hattet heute mal wieder ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, abonniert unseren Channel. Bis dahin sage ich erstmal, reingehauen. Find myself within. Darkness twisting me around.